FC Ingolstadt 04 gegen Bayern München im Stadion Neda oder auch im Audi Sportpark, wie die echte Spielstätte der Schanzer heißt. Willkommen zurück. Man hört, die Musik war jetzt wieder da, war nur halt die Dingensmusik. Ne? So, sehen wir die Duelle. Das, der einzige Gegner, der uns wirklich gefährlich werden kann, ist Dortmund oder Gladbach. Ja, erster Auftritt von Memphis Depay. Den Spiel streckt man den Ball zu, den haben wir nämlich hier unten. Da haben wir ihn. Oh, der ist aber. Oh, der spielt ja auch nicht schlecht, der ist schön schnell. Kommen wir mal die erste Flanke und geklärt von Danilo. Das war nicht der echte Danilo von Dingens. Das kann ich mir schlecht vorstellen, dass Ingolstadt sich den leisten kann. Ecke von Alonso und Coman mit dem Kopfball. Oder Coman, ça va. Oh, c'est très bien, c'est magnifique. Ich hasse diese Sprache. So. Egal, Alonso spielt in der Innenverteidigung. Ganz einfach, weil er kann. Steinhardt verliert den Ball, ist aber einen schönen Weg gegangen. Ist natürlich die Seite jetzt offen, da muss Alonso aushelfen. Ist aber nicht der Schnellste, aber er gewinnt den Ball. Oh, komm schon. Schiri. Erst Ball, dann Gegner. Das kannst du doch ernsthaft durchgehen lassen. So. Zack, das Ding da rein. Und den hat Neuer. Oh ja, also das muss man erstmal schaffen, den Schuss so weit nach außen zu setzen. Steinhardt. Oh, super Pass zu Coman. Und jetzt, zeig dein Tempo. Zeig es mir da hinten. Da hinten lauert doch einer. Ja! Und nein, das kann doch nicht sein, Thiago. Ey, das Tor war so gut wie leer. Den musst du doch nur reinsetzen. Ist halt so schwer. Ah, dicke Chance. Das letzte Pokalspiel ging ja in der Verlängerung. Und das hoffe ich, passiert heute nicht. Alter! Schiri. Da hätte es auch eine gelbe geben können und lässt er dann scheint heute ganz schön locker angehen. Scheiße, ich sollte mein Handy echt mal weglegen während der Aufnahme. Ah, Thiago! Ah, Depay! Depay! Oh, wow! Alter, war aber ganz schön gefährlich, der Rückpass. Alter! Tut mir leid. Wenn es noch einmal passiert, dann ist es weg. Götze. Kann die Flanke bringen, Rode! Oh, super Parade, Thiago! Und dann ist er wieder gehalten. Alter, dieser Torwart, dieser Neiland. Dieser Neiland, ich weiß aber beim letzten Mal, Alter. Dieser Typ. Der hält alles. Steinhardt. Guck dir den an, den Jungen. Guck ihn dir an, wie der abgeht. Der junge Linksverteidiger. Das Ding zu Memphis Depay. Ah, oh, das hat er geahnt. Schade. Jetzt muss Alonso wieder ran. Und er kann auch Defensive. Passen sollte er aber eigentlich besser können als Defensive. Jetzt ein schlechtes Stellungsspiel von Alonso und die Flanke kommt. Und die Führung für Ingolstadt, Matthew Lecky. Der kam da aber angeflogen. Leck mir am Arsch. Wie eine Air Berlin. Das war wunderbar rausgespielt. Und dann kommt Lecky da angeflogen. Ich weiß nicht, warum Martinez sich kein Stück rührt. Ja, 1-0 Ingolstadt. Das erste Mal in dieser Saison liegen wir hinten. Müssen wir jetzt mal die schnelle Antwort liefern. Durch Steinhardt, Rode, Steinhardt und Depay. Depay. Danke, da innen kommen! Das ist Chance, Rode, Tor! Das ist Ausgleich! Das ist Ausgleich! Sebastian Rode. Ich würde gerne den Ball einsammeln. Ich möchte das Spiel schnell machen. Alter, sammel den Ball ein! Er sammelt den Ball nicht ein. Ja, dann jubel ich halt hier. 1:1. Fast Sekunden nach dem 1:0 für Ingolstadt. Depay, scharfer Ball nach innen, Coman kommt ran, Neiland hält und Rode steht dann als Abnehmer in der Mitte bereit, muss das Ding nur reinschieben. Tut das mit voller Wucht,
seinem linken Schuss. 1:1, Sebastian Rode. Tight Game. Da Costa, heute nicht gegen seinen Namensvettern. Thiago. Der Pass war erstens so nicht gewollt und zweitens sehr beschissen. Kimmich, jawohl. Joshua Kimmich oder auch Joshua Kimmich, wie er ausgesprochen wird. Oh, super gemacht. Kimmich geht an allen vorbei, aber an Nailand bleibt er dann hängen. Martinez. Kimmich. Superball. Depay. Depay. Und abgefälscht. Die Ecke kommt. Und wie? Götze! Ja, leck mich doch am Arsch. Das nächste Kopfballungeheuer schlägt wieder zu. Mario Götze. Sekunde. Sorry. Alter, die Ecke war ja mal perfekt von Thiago. Und der Laufweg von Götze und dann hämmert er das Ding rein. Was für ein Kopfball. So platziert und genau. Selbst der Mann auf der Linie kann den nicht abwehren. Ich glaube, es ist Da Costa, der da auf der Linie steht. Und damit steht es 2:1. Spiel gedreht. Durch zwei Mittelfeldspieler. Unser Stürmer Coman hat praktisch die Vorbereitung zum 1:1 geliefert mit seinem Schuss da, der am Torwart gehalten wurde. Jawohl. Oh, jetzt gibt es Freistoß für Ingolstadt. Und die haben Pascal Groß. Und der kann das. Nicht. Er kann es deutlich besser. 2:1 zur Halbzeit. Sehr gut, dann wollen wir weitermachen. Morales. Die haben ja große Namen in der Mannschaft. Habe ich den schon wieder vergessen, der einen. Mit Danilo und Morales. Dabei werden die niemals bei Ingolstadt spielen. Oh ja, rette den Arsch. Und vorbei. Alter, jetzt, ja, damit ist nicht so Spaß mit dem Aufsteiger. Naja. Und jetzt können wir den Konter setzen, Götze. Versuchen wir mal den hohen Ball Richtung Coman. Ne. Vielleicht können wir den Torwart unter Druck setzen. Oh! Eine Millisekunde früher. Und wir hätten den Ball gehabt. Kimmich. Und der kann so aus der Distanz. Ja, schade, der war zu schwach. Ja, muss ja Power hinter. So ein Schuss. Lex zum Hinterseher. Und Roger. Oh, Lecky schon wieder auf dem Mund. Alonso mit dem Tackling. Martinez jetzt mit dem Ball Richtung Depay. Memphis Depay. Depay. Ach. Halt mit den Distanzschüssen ist immer so Zufall bei mir, wenn die jetzt gut kommen oder nicht, habe ich so das Gefühl. Ich setze ja schon immer recht viel Power dahinter. Stefan Lex. Roger. Und Pascal Groß gegen Kimmich. Die zwei Youngsters. Und Martinez. Super gemacht. Ach, und dann kommt der Ball nicht durch die Lücke. Und wieder Martinez hat die nächste Chance. Oh, wieder hängen geblieben. Lex. Gegen Steinhardt. Und der holt sich das Teil zurück. Super gemacht. In den Lauf von Rode. Da bringt die Flanke. Und deklariert von Hübner. Die Ecke war nix. Und Thiago. Steinhardt. Gewonnen.
Martinez bleibt am Ball. Martinez! Der wurde ganz schön gefährlich. Damit habe ich nicht gerechnet. Und der Torwart hat damit, glaube ich, auch nicht gerechnet, weil der nur in letzter Sekunde da reagiert. Egal. Mal gucken, ob wir nochmal so einen geilen Eckball hinkriegen. Thiago, der ist wieder gut. Martinez! An die Latte gelenkt vom Torwart. Was eine Parade. Oh mein Gott! Memphis Depay aus der Drehung! Da zaubert er erstmal im ersten Spiel. Der Niederländer! Memphis Depay aus der Drehung mit links. Ja, gibt's denn sowas? Götze mit der Vorarbeit. Und Depay aus der Drehung zwischen zwei Mann durch. Das ist die Klasse von Memphis Depay. Wie hat der den? Alter, der hat genau gepasst. Aber ganz genau. Da hat alles zusammengepasst. Und somit steht's 3-1. Scheiße. Scheiße. Husten. Verdammt. Oh. Alles nur menschlich. Depay. Foul an Depay. Ich probiere mal reinzubringen. Sowas hat bei mir noch nie funktioniert. Ja. Jetzt sieht man auch warum. Bei diesen Wellen habe ich meist nicht das Gefühl im Fuß oder in der Taste X, sodass ich eine gute Reinlage Dingens bringen kann. Depay. Oder Kimmich. Also die angeschnittenen Schüsse kommen irgendwie immer flach. Aber gut, der war auch abgefälscht. Jetzt Götze mit dem Eckball. Jetzt wieder gut! Thiago. Wenn was geht heute nur nach Ecken. Zwei Tore sind nach Ecken gefallen. Steinhardt. Der ist auch ganz schön schnell, muss ich sagen. Und das war kein guter Pass. Hinterseher zu Matthew Leckie, dem Torschütze für Ingolstadt, der das 1-0 gemacht hat. Da Costa mit einer verunstalteten Flanke. 90. Minute läuft, Nachspielzeit ist, ist dran, 3 Minuten gibt's. Und vielleicht nochmal ein Fehler. Nein, das war's! 3:1, wir stehen im Halbfinale des DFB-Pokals. Und müssen ran gegen Köln oder Nürnberg. So, da steht's 1-1, also gibt's Verlängerung. Da bin ich mal gespannt. Wir müssen ran. Gegen Nürnberg müssen wir ran. Gegen Nürnberg. Ach du Jebine. Da wollte ich ja mal gerade gucken. Wir müssen da gegen Nürnberg ran, oder? Nein! Gegen Dortmund! Ja, lecco mio! Wir müssen gegen Dortmund im Halbfinale ran. Ah, was ein Halbfinale. Dortmund gegen Bayern. Und dann Nürnberg gegen Gladbach. Einer der beiden wird vielleicht unser Finalgegner werden, sofern wir das Spiel gegen Dortmund gewinnen werden. So, da ist mir noch zu Ohren gekommen, dass Alaba mehr Geld haben will. Ich will den ja auch nächste Saison behalten. Von daher, wie viel will er denn? Ach du Scheiße. So viel habe ich aber zum Glück. So. So. Das passt. Neues aus Frankreich. Preisgeld. Best Dank. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn es heißt Bayern gegen Augsburg. Das bayerische Duell steht wieder an. Bis dahin. Tschüss.